Rund um Gelsenkirchen steigt das Derby-Fieber. Samstag treffen die königsblauen Profis in Dortmund auf den Revierrivalen Nummer 1. Doch auch wenn die Medien gerade von einer dortigen brenzlichen Situation reden, Domenico Tedesco will davon nichts wissen. Also ich glaube, dass die Geschichte mit Krise oder Druck so ein bisschen hochgehängt ist, muss man ehrlich sagen. Sie haben 3 Punkte weniger als wir. Vor 6 Wochen hat noch jeder gesagt, wer soll die Mannschaft schlagen nach diesem, ich glaube, 7-1 gegen Gladbach, wo sie wahrscheinlich auch 12 Tore hätten machen können. Deswegen geht es uns ein bisschen zu schnell. Wir versuchen das auszublenden oder schaffen es auch und müssen es ausblenden und konzentrieren uns auf die Sachen, die wir eben im Video sehen und nicht drumherum. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in Dortmund endete 0:0. Mit einer herausragenden kämpferischen Einstellung machten die Königsblauen den spielerischen Vorteil des Gegners wett. Das macht Derby aus, findet Naldo. Ich denke, das auch letzte Saison, dass Dortmund viel besser als wir war in dem Moment. Und ja, wir haben gezeigt, ne, was Derby passiert muss. Und jetzt ist genau so, wir müssen auf dem Boden bleiben und wir wissen, was wir können. Und ja, Samstag, wir müssen alles rausreihen und ich hoffe, dass wir 3 Punkte mitnehmen und die Fans glücklich machen. Am Freitagnachmittag wird Domenico Tedesco um 15.30 Uhr das letzte Mal die Knappen vor dem Revierklassiker zum Training bitten. Ob es dabei wieder so voll wird wie bei den letzten Derby-Abschlusseinheiten? Der Trainer ist gespannt. Ich habe schon davon gehört. Auch Christian hatte, glaube ich, in unserem ersten Kennenlerngespräch das mal erwähnt, dass vor einem Derby am letzten Training 3.000 Fans dann eben an der Seitenlinie stehen. Und darauf freue ich mich. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns so viele besuchen bei einem Training. Und deswegen hoffe ich auf eine richtig gute Stimmung und sollen die Jungs nochmal richtig heiß gemacht werden. Ja.